Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Meteorit Prime. Das ist ganz prime. Und im letzten Part, ja, haben wir uns mal kurz vom Leben verabschiedet. Aber sind dann doch unserem Willen des Erfolgs ein bisschen näher gekommen. Wo ich muss lang gehen? Ich muss gucken, wo ich gehen lang. Also ich könnte gehen lang hier. Ich muss gucken. Ist eine große Halle. Könnte sein, dass wir hier kriegen noch eine. Ich denke, hier ist da eine Morphball. Na, okay. Nee, ich denke mal hier, das ist so ein Morphball-Durchgang. Ist es zumindest. Dann bewegen wir uns mal dorthin. So, in die Richtung des blauen Eingangs. Hier durch. Einmal ganz kühl. Einmal jetzt ganz kalt. Ach, geht doch weg. Geht weg hier einfach. Ich habe keine Lust auf euch. Gehen wir einfach mal nach oben. Gucken uns das Ganze an. Notfall. Wie komme ich hier durch? Noch gar nicht, denn ich brauche noch die Powerbombe. Gut, dann haben wir diesen Aspekt auch gelöst. Ich mag diese Teile nicht wirklich. Mann, warum ist denn das jetzt so schwammig? Das ist echt nicht angenehm. So. Was ist das? Vermehrte Aktivität der Wespen, zahlreiche Nester entdeckt. In der Verbrennungskammer. da oben. Irgendwie müssen wir nach oben. Wo ist denn das? Ist hier da oben drauf? Hier lang. Charge Beam. Charge Beam. Alter, wie die wegfliegen. Charge Beam. Yeah. Klingt für mich sehr nach angepissten Pilzen. Ich bin kein Fan von Pilzen, bin ich ganz ehrlich. Wieder so noch auf meinem Essen. Das ist natürlich ganz gut, wenn sowas passiert. Das hilft immer. Könntest du bitte... ganz vorsichtig reinficken. So. Da war noch einer. Dann machen wir das Ganze doch noch mal. So. Jump and Runs mit einer scheiß Steuerung, Alter. Da
Petira. Jump'n'Run fahren doch echt richtig krasse Liebesgefühle. Ich spüre so ein Kribbeln, so ein ich hab keinen Bock auf dich Kribbeln, irgendwie sowas. Jetzt neulich meiner Ex-Freundin. Das schaffe ich anscheinend nicht. Gehen wir in den Morphball und gucken wir uns das hier an. Ah, guck mal, Problem gelöst. Ei, der Witzka. Leuchtzylinder funktionieren mit 80%iger Auslastung. Hä? Bin ich gerade irgendwie tot? Spring Samus! Nein, natürlich! Ich will es nicht. Hopper und Flunsch. Kann das aber schaffen, oder? Ich muss mich verwundern. Kann diesen Sprung schaffen? Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen! Okay, super. Was ist das? Alles klar. Okay, da ich will Kabel. Mit dem Power Beam kann man die jetzt endlich kaputt machen. Letzten Endes sind es aber Gegner wie jeder andere, das heißt, sie werden respawnen und mehr übelst auf den Nerven gehen. Gehen wir erstmal hier lang. Gucken uns das Ganze an. Oh, come on. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Das wird einfach eine 30er nehmen. Hä? Waren die mittleren nicht orange? Bin ich hier auch richtig? Ich glaube, ich bin hier richtig, aber will ich schon richtig sein? Ich glaube, ich will noch nicht richtig sein. Hallo! Holy! Typus Steinkröte. Ernährt sich von kleineren Lebewesen. Von außen unverletzbar. Eine Steinkröte kann tagelang regungslos fahren. Als Nahrung dienen ihr Lebewesen, die deutlich kleiner sind als sie. Selbst diese verschlingt sie mit einem einzigen Bissen. Ist etwas unverdaulich, so wirkt sie es wieder aus. Steinkröten setzen in Kämpfen ihre mächtigen Eckzähne als letzte Rettung ein. Heißt das, ich soll da mit dem... Interessant, auf jeden Fall. Gehen wir mal nach rechts. Ich sehe euch, macht doch keine Sorgen und auch keine Hoffnung. Okay. Hier ist leer. Und auch hier
scheint es noch nicht weiter zu gehen. Ich wollte mich nur kurz umgucken. Holy Krüppel, Alter. Okay, ist nichts. Whee! What the? What the fuck? Tür! Es ist leise, das gefällt mir nicht. Warum ist es leise? Natürlich. Bienen. Nichts lieber als Bienen. Was ist das denn? Holy! Ich sehe nichts, die Kamera ist zu gut. Kann ich bitte wieder raus? Okay, nein. Bleiben fokussiert. Nein, das mach ich! Ich will nicht! Nein! Schieß eine Rakete drauf! Okay, technischer Defekt. Schön! Brenn ab die Schilde. Nein, die habe ich glaube ich noch nicht gescannt. Nein, hallo! Ja, lese ich gleich vor. Habe ich gerade erstaunlich wenig Zeit und Lust zu. Erst schießen, dann Fragen stellen. Okay. Holy. Mann, Alter, dieser Bosskampf ist krass. Oh mein Gott. Okay, wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt? Vorsicht. Nein. Mach kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Schnell hoch! Und wieder runter! Und wieder hoch! Hoch! Runter! Yo, Alter! Nein! Ich brauch ein Powerbeam! Für eine Heilungssaft! Wie sieht das Drecksding an? Tschüss! Ja! Alter! Bruder, diese Bosskämpfe gehen einfach gar nicht. Boah, gib mir die Powerbombe. Mach bei Bombe. Schönes Ding. Cool. Okay. Wir wollten vorlesen. Habe ich gehört. Nee. Technologie wäre das. Verbrennungsdrohne. Jetzt erklärt sich auch Türsperre. Der Sperrungsmechanismus ist aktiv. Zur Entriegelung muss das Gebiet gesichert werden. Das ist großartig. Hallo? Okay. Ich dachte, wäre bei Technologie, aber okay. Ah, oh, das ist geil. Verbrennungsdrohne.
Typus Verbrennungsdrohne, programmiert auf thermische Abfallentsorgung. Ich nehme das als Beleidigung. Die Schaltpläne dieser Drohne lassen vermuten, dass es zu einer Fehlfunktion kommt, falls der interne Energieverteiler beschädigt wird. Zwar verfügt die Einheit nur über minimale Kampfprogramme, dennoch ist sie im Bedarfsfall fähig zur Selbstverteidigung. Die Flammenwerfer gleichen Mängel in der übrigen defensiven Konzeption wieder aus und machen die Drohne zu einem gefährlichen Gegner. Habe ich schon vorgelesen. Nein. Schutzwespe? Ah, da. Typus Schutzwespe. Schutzwespe. Fliegendes Insekt. Kann Giftstachel auf Beute abfeuern. Dieser hochaggressive Vertreter der Goliath-Wespenfamilie kann die Spitze seines Giftstachels bis zu 20 Meter weit fortschießen. Eine neue Stachelspitze bildet sich in wenigen Sekunden. Sie enthält eine säurehaltige Substanz, welche die Beute vorfermentiert. So, da wir jetzt unsere schönen Powerbomben haben. Hier auch wieder raus. Oh, Soundpacks sind nichts Schönes. Danke. Ah, diese alten Sturzsegler. Iss mich! Alter, war das ein Soundpack. Analyse. Standardmäßiger Betriebs-Morphball-Aktivator. Durch das Einsetzen eines Morphballs in Verbindung mit einer anschließenden Bombendetonation senden diese Aktivatoren, auch noch nie gehört das Wort, elektrische Impulse aus. Gen. Welche die unterschiedlichsten Vorrichtungen aktivieren können. Klar, weil den Morphball gibt es ja auch so oft in jeder Form. Ich meine, ich habe das ja auch. Hab ja meinen Power Suit auch gerade an. Meine. Immer so. Die Giftwasserabpumpstation. Ich glaube, die hätte sich irgendwann wieder selber geschlossen, oder? Will ihr das? Hallo? Gleich schon wieder hoch. Diese Maschine ist voll funktionstüchtig, das ist schon. Dieses Geräusch macht mich ein bisschen kirre. Das ist äußerst interessant. Jetzt beginnt wieder dieser schöne Sound. Alter. Oh. Thank you.
Ja, ist gut jetzt, ne? Also das so langsam wird's langweilig. Oh. Komm, hallo. Haut es inaktiv. Yo! Wie Hauptsystem immer inaktiv. Willst du mir damit sagen? Alles klar. Müssen zunächst etwas anderes aktivieren. Es wäre. Muss ich vorher das da unten aktivieren und dann möglichst schnell hier hinkommen, oder was? Alles klar. Ihr Homehouse. So dann, ne? Und Hauptsystem an. Und wir kommen zur Tür. Jai. Jai, jai, jai. Wirklich einfach jai. Auch gut. Ich finde, bei Metroid kann ich auch wirklich nicht so viel reden. Bei Paper Mario und Fire Emblem ist es immer anders. Da findet man immer viel Redestoff. Metroid ist einfach ein Spiel. Seht ihr, genau das passiert, wenn man redet. Man muss sich komplett aufs Spiel konzentrieren, weil sonst verkackt man immer dezent in diesem Spiel. Bei den Bosskämpfen kann man natürlich auch nicht nur Scheiße labern. Ist immer schwierig. Man hat Dinge, auf die man sich konzentrieren muss. Am Ende dieses Ganges befindet sich etwas, was mich sehr interessiert. Hier los. Das ist ein bisschen gruselig. Gruselig. Okay. Energietank. Um 100 Energie erhöht. Was zur Hölle geht hier ab? Wo bin ich hier und was mache ich hier? Und komme ich hier wieder raus? In allen Ernstes, ist das nur der Energietank, der hier ist? Okay, dann. I'm the hell out of here. Ist da oben noch irgendwas? Bestimmt kommen wir hierhin mal wieder. Aber für jetzt ist es ein bisschen gruselig. Und für jetzt würde ich auch sagen, war es das für diesen Part. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, darf ich bitte reden? Für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre allerweit geteilte. Juckt mich! Ich bin eh gleich beim Speicherort, dann wird eh alles refreshed. Auch ihr interessiert mich überhaupt nicht. Flump.
Jo, und ja, dann wird die nächste Folge genauso starten wie jeder andere auch. Den Sound erspare ich euch jetzt mal. Wird die nächste Folge auch wieder in diesem Raum anfangen, wie eigentlich jede Folge. Aber bis dahin, haut raus und ciao.